Hm? Möchtest du noch Cornflakes zum Frühstück? Au ja! Hey Mao, lass das! Oh! Ach du je! Das hat Mao nicht extra gemacht! Was ist denn das? Mao, lässt du das wohl? Geh weg da! Das ist gar nicht gut für deine Zähne. Ich esse doch auch Zucker. Ja, aber du putzt dir ja auch deine Zähne. Mao kann das nicht. Ach, da fällt mir ein, du hast einen Zahnarzttermin. Gleich morgen bei Frau Dr. Blume. Ja, echt? Tschüss. Ich muss schnell los. Hm? Oh, lecker. Lass mir noch was übrig. Tschüss. Du, Anna, weißt du was? Ich muss morgen zum Zahnarzt. Echt? Guck mal, Conny. Ein Wackelchen. Boah, tut das weh? Nee, gar nicht. Der fällt einfach so raus? Oder wird gezogen? Zum Zahnarzt? Boah, da kriegst du Löcher in die Zähne gebohrt mit einer riesigen Bohrmaschine. Das tut voll weh. Ja. Hallo, Papa. Darf ich dir helfen? Aber sicher. Ich muss nur noch schnell ein Loch bohren. Dann können wir das Vogelhäuschen zusammen aufhängen. Hm? Oh. Oh. So, fertig. Ich will nicht zum Zahnarzt. Nein, nein, nein. Dann macht er Löcher in meine Zähne mit einer Bohrmaschine. Und das tut ganz, ganz doll weh, hat Lars gesagt. Da hat Lars aber geflunkert. Er wollte sicher nur angeben. Es stimmt schon, dass es Bohrer beim Zahnarzt gibt. Ups. Entschuldigung, Conny. Aber die sind so klein. Mhm. Und extra nur für Zähne. Mama kann noch meine Zähne angucken. Die ist doch auch Ärztin. Ja, aber doch keine Zahnärztin. Frau Dr. Blume ist total nett. Vielleicht entdeckt sie ja sogar einen Wackelzahn. Oh ja, wie bei Anna. Teddy darf aber mit, oder? Ja, na klar. Jeder sollte zum Zahnarzt gehen, auch Teddy. Ich muss dich zuerst anmelden. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Lavita. Wir haben einen Termin. Für richtig. 14 Uhr. Dann bist du bestimmt Conny, nicht wahr? Ja. Einen kleinen Moment noch. Du kannst erst noch etwas spielen gehen. Oh, spielen? Nur nach. Hier? Achtung, Achtung, bitte zurücktreten. Wir fahren los. Kriegst du auch einen Zahn gezogen? Oh, du hast einen Wackelzahn? Ja, das ist schon mein zweiter. Da. Conny, wir sind dran. Hä? Was? Schon? Hallo, ich bin Nele. Kommst du mit? Hier. Warum ziehst du dir Handschuhe an? Naja, damit keine Bakterien in deinen Mund kommen. Schaffst du es alleine auf den Stuhl? Ja, klar. Jetzt pass mal auf, Conny, was der Stuhl alles kann. Das ist ja noch toller als die Wippe auf dem Spielplatz. Hallo, Conny. Ich bin Frau Blume. Schön, dich kennenzulernen. Guten Tag, Frau Blume. Guten Tag. Ah, da haben wir ja noch jemanden. Ja, das ist Teddy. Teddy ist heute auch zum ersten Mal beim Zahnarzt. Und er hat ein bisschen Angst. Das kann ich gut verstehen. Wenn ich irgendwo hingehe, wo ich noch nie war, dann habe ich auch immer ein ganz komisches Gefühl. Sag mal, gehst du denn schon in den Kindergarten, Conny? Ja, und ich darf manchmal auch ganz alleine nach Hause gehen.
Da wartet Mao immer auf mich. Das ist mein Kater. Der darf aber keinen Zucker essen, hat Mama gesagt. Weil er sich nicht die Zähne putzen kann. Putzt du dir denn immer deine Zähne? Klar. Morgens mit Mama und abends mit Papa. Prima. Darf ich deine Zähne jetzt mal anschauen? Okay. So, jetzt geht es noch mal abwärts. Die Lampe hier brauche ich, damit ich alles gut sehen kann. Blendet sie dich? Nö. Prima. Sieh mal, Conny. Damit kann ich mir auch die Zähne ganz hinten gut anschauen. Dafür müsstest du deinen Mund mal ganz weit aufmachen. Aha. Nele, trag bitte mal ein. Rechts oben 5, rechts unten 3, 4 und 5. Links oben 1, 2, 3, gut. Dann 4 mal nachsehen. Und 5 ist gut. Danke, Conny. Jetzt kannst du den Mund wieder schließen. Du zählst immer 5 Zähne. Ich hab doch noch viel mehr, oder? Das stimmt. Aber sie haben ähnliche Nummern, man unterscheidet. Zwischen Ober- und Unterkiefer und rechter und linker Seite. Zusammen macht das 20 Zähne. Und jetzt möchte ich deiner Mama und dir etwas zeigen. Diese braune Stelle hier nennt man Karies. Hä? Aber ich putze mir doch immer ganz doll die Zähne. Wahrscheinlich bist du mit deiner Zahnbürste nicht immer gut an diesen Zahn herangekommen. Wenn jeden Tag ein wenig Belag darauf bleibt, dann entstehen Bakterien. Und die können Löcher in deine Zähne machen. Musst du jetzt bohren? So wie Papa mit der großen Bohrmaschine? Gib mal deinen Finger. Das kribbelt ganz dolle. Siehst du? Das ist kein Bohrer, sondern eine Spezialzahnbürste. Damit kann ich die braunen Stellen wegrubbeln. Tut das weh? Nein, ich glaube nicht, denn die Karies ist noch nicht tief. Aber pass auf, wenn du eine Pause brauchst, dann heb einfach die Hand hoch und ich höre sofort auf. Versprochen. Können wir anfangen? Aha. Das ist Schlürfi, der schlürft deine Spucke aus dem Mund, damit du dich nicht verschluckst. Den Mundschutz haben wir wegen der Bakterien umgebunden. Der ist nämlich genauso wichtig wie die Handschuhe. Aha. So, und jetzt darfst du den Mund wieder zumachen. Hä? Das hat nur ein ganz bisschen geziebt. War gar nicht schlimm. Bist du schon fertig? Fast. Jetzt kommt noch eine Füllung in den Zahn, weil wir ja ein bisschen von deinem Zahn weggekratzt haben. Hier, bitte. Danke, Nele. In dieser Tube ist eine weiße Paste. Die kommt in deinen Zahn. Ganz weit auflassen, Conny. Und in ein paar Minuten ist die Füllung genauso hart wie dein Zahn. So, nun schau mal, wie dein Zahn aussieht. Och, genauso wie alle anderen. Schön weiß wie die anderen. Aha. Und damit solche braunen Stellen so schnell nicht wiederkommen, zeige ich dir und deiner Mama, wie du deine Zähne noch besser putzen kannst. Du hast zwar noch deine Milchzähne, aber die muss man auch gut putzen, damit die neuen, die darunter nachwachsen, gesund bleiben. Zuerst putzt du die Kaufläche. Das nennt man so, weil du damit all deine leckeren Sachen klein kaust. Da putzt du vor und zurück. Siehst du? Und dann kommen die Außenflächen dran. Da kannst du kleine Kreise machen. So. Und zum Schluss die Innenflächen. Immer von rot nach weiß. Vom Zahnfleisch zum Zahn. Und schon ist alles sauber. Hier, Conny, die Sanduhr ist für dich. Am besten, du putzt deine Zähne so lange, bis der ganze Sand durchgelaufen ist. Oh, da mache ich dann auch mit. Frau Blume, wann kriege ich denn einen Wackelzahn? Ich würde sagen, du kommst jetzt regelmäßig zur Kontrolle. Und nächstes Mal, da hast du bestimmt schon einen. Frau Blume war total nett.
Und der Bohrer war ganz, ganz klein. Und es hat gar nicht wehgetan. So. Das sage ich, Lars. Ist schon ein bisschen locker. Ach, Jürgen, du hast nächste Woche auch einen Zahnarzttermin, ne? Ach, nächste Woche schon? Ich habe gerade so viel Arbeit. Kann man den nicht vielleicht noch mal verschieben? Boah, Papa, hast du etwa Angst vorm Zahnarzt? Also, Angst würde ich nicht gerade sagen, aber ich, Du musst dir einfach nur immer die Zähne gut putzen. Bin ich jetzt fertig? Nur noch ein paar Sandkörner lang. Damit ihn jeder von Ferne sieht. Das ist ein Leuchtturm. Aha. Aber der leuchtet gar nicht. Der leuchtet nur nachts. Damit die Kapitäne wissen, Achtung, hier ist eine Insel oder eine Küste. Siehst du die Fenster oben im Turm? Dahinter ist eine riesengroße Lampe. Die dreht sich ganz langsam im Kreis und strahlt weit über das Meer. Burg bauen. Gleich sind wir am Strand. Ich will Burg bauen und matschen und Wasser spielen. Du Papa, darf ich mal sehen, wie der Leuchtturm nachts leuchtet? Im Sommer geht die Sonne aber erst ganz spät unter, da schläfst du schon. Och, bitte. Bitte, bitte. Okay, ich glaube, das können wir mal machen. Yippie! Wir sind da. Komm, Jakob. Ja. Juhu. Unsere Burg. Meine Burg. Hä? Hui. Guck mal, die können wir oben in die Burg stecken, ja? Die kann man auch mit Muscheln schmücken. Ja. Nein. Doch. Nein. Also gut. Conny und ich gehen Muscheln sammeln. Und wenn wir wiederkommen, dann sind wir gespannt auf eure riesige, super tolle Ritterburg, in die die Muschelprinzessin einziehen kann. Abgemacht? Ja! Ja. Große, große Burg bauen! Tut mir leid, aber den Eimer brauchen wir. Komm, Jakob, wir bauen die größte Ritterburg, die es je gab. Ja! Ich hab noch eine. Eine Herzmuschel. Herzmuschel? Weil sie aussieht wie ein Herz. Aber die finde ich auch schön. Wie heißen die? Das ist eine Bohrmuschel. Bohrmuschel? Komischer Name. Flügelmuschel oder so ist viel besser. Das ist gar nicht so falsch. Die nennt man auch Engelsflügel. Aber der richtige Name ist Bohrmuschel, weil sie sich tatsächlich tief in den Sand bohren kann. Die aber nicht. Die lag ganz oben. Weißt du wie... Oh, schade. Die ist jetzt kaputt. Das ist eine Schwertmuschel. Die haben wir noch nicht. Oh, hoffentlich finden wir noch eine. Was für ein Glück, dass ich jetzt einen Spaten habe, oder? Mehr machen! Klar, die wird noch größer. Da soll doch die Muschelprinzessin einziehen. Ich auch! Henning, besten Dank nochmal. Auch für den Spaten. Ach, kein Problem. Da!
wie schön. Eine Schwertmuschel passt gut auf eine Ritterburg. Tschu, tscha, tscha, tschu, tscha, tscha. Hä? Wozu sind denn die Steine? Diese da, das ist ein Wellenbrecher. Den nennt man auch eine Mole. Im Winter, wenn die Wellen ganz hoch sind, dann hilft sie, die Wellen etwas zu bremsen. Können wir da hin? Mhm, na klar. Ja! Wow! Oh, ui! Mama, Mama, guck mal! Oh, das sind Seesterne. Schöne Tiere, hm? Das sind Tiere? Können wir die für unsere Burg mitnehmen? Nein, Conny. Schau mal, die bewegen sich. Die wollen wir doch nicht aus dem Wasser holen und trocknen. Conny, was ist denn? Da ist was Glibbriges im Wasser. Das ist eine Qualle. Eklig. Ach komm, kein Tier ist eklig. Du musst nur vorsichtig sein. Aber die ist nicht so gefährlich. Am besten, du hältst immer etwas Abstand. Die hier ist fast durchsichtig. Genau. Ich finde, wir haben genug Muscheln. Gehen wir jetzt zurück? Ja, komm. Papa und Jakob warten bestimmt schon auf die Muschelsammler. Oh, das ist... Das kann doch nicht... Super, wow. Die ist ja riesig. Ja. Papa, Jakob, wir sind wieder da. Oh, schön. Das ist die allertollste Burg, die es gibt. Erstaunt ihr, hm? Tja, ihr wolltet eine richtige Ritterburg. Und hier ist sie. Ja. Und wir haben fleißig gesammelt. Dann können wir die Burg jetzt schön schmücken. Sehr gut. Oh, ich auch. Da kommt eine hin. Nö, hier. Morgen müssen wir noch mehr sammeln. Da ist noch ganz viel Platz. Dann kommen wir aber mit, oder? Mhm. Was meinst du, Jakob? Oh, Hunger! Ja, haben wir auch. Kommt, wir kochen heute Abend Spaghetti mit... Tomatensauce! Von hier aus können wir das Licht vom Leuchtturm ganz bestimmt sehen. Ich höre das Meer rauschen. Das stimmt, ich auch. Das ist die Flut. Die was? Die Flut. Es gibt Flut und Ebbe. Bei Flut kommt das Wasser ganz nah an den Strand. Und bei Ebbe ist es ganz weit weg. War heute am Strand Ebbe? Ja, und jetzt ist gerade Flut. Da, das Licht vom Leuchtturm. Oh, jetzt ist es weg. Hm. Können wir warten, bis es wiederkommt? Gut. Noch eine Runde, aber dann ab ins Bett. Ich finde Ferien am Strand schön, weil man da so viel erlebt. Oh, das Wasser ist ganz weit weg. Und unsere Burg ist kaputt. Zu blöd. Wir haben die Burg zu nah am Wasser gebaut. Weißt du noch, Ebbe und Flut? Letzte Nacht hat die Flut sie weggespült. Ach, und jetzt ist Ebbe? Ja, aber das Wasser kommt wieder. Unsere nächste Burg bauen wir besser direkt neben dem Strandkorb. Wir sind fertig, und ihr? Muscheln suchen? Genau, Jakob. Muscheln, das machen Jakob. Wir. Ja, und dann bauen wir eine neue und noch viel größere Burg. Henning hilft aber auch. Juhu! Na klar doch. Komm, Jakob. Muschel. Zeig mal her. Das ist eine Herzmuschel, weil sie genauso aussieht wie ein Herz. Herzmuschel. Wie schön. Bitte sehr. So viele. Oh, guck mal, was ist denn da los? Oh, hoffentlich ist da nichts passiert. Ich bin Ärztin, kann ich helfen? Nein, danke. Ich hole schon den Strandwächter. Da vorne ist ein kleiner Seehund gestrandet. Der hat sich wohl verirrt. Vielleicht sieht man sich noch. Mit Schaufel und Eimer. Hab schon gesehen, unsere Burg ist weg. Was war das denn? Ein Seehund?
können wieder hin. Streicheln? Ja. Nein, Jakob. Er kennt keine Menschen. Deshalb weiß er auch nicht, dass du ihn nur streicheln willst. Ist das ein Baby? Ja, das sieht ganz so aus. Seehundbabys nennt man Heuler. Der Arme. Wo ist denn seine Mama? Irgendwo da draußen im Meer. Die kleine Robbe hat sich wohl verirrt. Oh, dann können wir ihn doch mitnehmen. Oh. Nein, das würde ihm ganz bestimmt nicht gefallen. Schau mal, er vermisst seine Mama und andere Seehunde. Und außerdem braucht er auch besondere Milch. Extra für Seehundbabys. Aber hier ist er doch ganz allein. Ich bin mir sicher, dass der Strandwächter sich um ihn kümmert und zu anderen Seehundkindern bringt. Bestimmt. Bestimmt. Es gibt nämlich so etwas wie ein Kinderheim für Robben. Da kommen alle hin, die sich verirrt haben. Und wenn sie dann groß genug sind, dann dürfen sie wieder zurück ins Meer. Der Strandwächter wird sich bestimmt um ihn kümmern. Ach, hier bist du. Ich dachte, du bist im Bett. Ich muss an den kleinen Seehund denken. Ach, der schläft bestimmt schon glücklich zusammen mit anderen kleinen Robben in der Seehundaufzuchtstation. Echt? Ja, dorthin hat ihn gestern der Strandwächter gebracht, der die Robbe abgeholt hat. Weißt du noch? Ja. Du, Papa, schade, dass es kein Leuchtturm für Seehunde gibt, damit sie sich nicht verirren, oder? Stimmt. Aber gut, dass es einen Leuchtturm für Menschen gibt. Dann wissen sie nämlich, dass es spät in der Nacht ist und sie eigentlich schon längst schlafen sollten. Ja, und morgen gehen wir wieder zum Strand. Ja, hier kommt Conny, meine Freundin Conny. Bei ihr ist jeden Tag etwas los. Schwimmen oder Zelten gehen, reiten, tanzen, Uhr verstehen. Pizza backen macht ihr riesen Spaß. Bei Conny, da passiert immer was. Ja, hier kommt Conny. Teddy, Essen ist fertig. So. Bitteschön. Und so. Essen Teddys auch Kekse? Mama! Mama! Du, Mama, was essen Bären eigentlich am liebsten? Das dürfte Fisch sein. Ja, Fisch und Honig, würde ich sagen. Was? Fisch und Honig? Ich glaube schon. Naja, vielleicht nicht zusammen, aber ich denke, dass ihnen das schmeckt. Papa kommt! Papa? Na, wo kommst du denn her? Du musst doch keine Angst haben. Papa? Komm zu mir. Mit. Oh, was macht ihr denn da? Mama, Papa hat ein Kätzchen mitgebracht. Nein, die gehört bestimmt jemandem. Die hat ein Halsband um. Sie hat sich verlaufen. Wer bist du denn? Ach, du heißt Mao. Komm doch mal her. Oh. Hey! Hoppla. Warte! Halt! Bleib hier! Hinterher! Guck mal, sie hat sich versteckt, weil sie hier bleiben will. Nein, Conny, die Katze müssen wir wirklich wieder rauslassen. Oh je. Oh je. Auch das noch? Das hat Mao nicht extra gemacht, ehrlich. Wer? Na, Mao! So heißt die Katze doch. Das hat sie selbst gesagt. Kann sie hier bleiben? Ich weiß nicht. Sie hat doch bestimmt Angst ganz alleine da draußen. Und vor allem nachts. Also gut, wenn's nur für eine Nacht ist, meinetwegen. Hauptsache, sie pischert nicht nochmal ins Zimmer. Na schön, wenn ihr das meint. Aber jetzt gibt es erstmal Abendbrot. Was? Abendbrot? Brot?
Ach du je, ich wusste, ich habe was vergessen. Da war noch der Anruf im Büro und dann der Verkehr und ich fahr schnell nochmal los. Tschüss. Na ja, dann haben wir ja noch Zeit, ein Klo für die Katze zu suchen. Irgendwo hatte ich noch einen Karton, der genau richtig wäre. So, Mao, bitteschön. So. Sie will aber doch gar nicht. Wart mal ab. Komm, Conny, wir wollen ja auch nicht, dass uns jemand dabei zuschaut. Super, jetzt kann sie schon allein aufs Klo gehen. 3,20 bitte. Ach. Kleine Kätzchen in liebevolle Hände abzugeben. Moment. Das ist doch... Oh, sind Sie ein Katzenfreund? Hm? Ja, genau. Wiedersehen. Lecker Fischstäbchen. Siehst du, Teddy, jetzt gibt's auch was für dich. Hier. Das ist viel leckerer als Brot. Zum Glück hast du wenigstens ans Katzenfutter gedacht, sonst könnten wir unser Essen jetzt... Mit Mao teilen? Vielleicht hat sie ja auch Durst, so wie ich. Sieh mal, Conny, im Supermarkt hat jemand einen Zettel mit seiner Telefonnummer aufgehängt. Und da war auch ein Foto dabei, auf dem Mao zu sehen war. Wir müssen die Leute anrufen und sagen, dass wir sie gefunden haben. Nein, aber... Du kannst ihnen doch sagen, dass sie jetzt hier wohnen, bei uns. Conny, das können wir nicht einfach so entscheiden. Stell dir vor, jemand findet Teddy und sagt, jetzt gehört er aber mir. Teddy läuft nicht weg. Er will hier sein, genau wie Mao. Mao? Mao? Ach, da bist du. Guck mal, Mao wäscht sich auch vor dem Schlafengehen. Mao, komm rauf. Stell dir vor, Mao hat jetzt ihr eigenes Bett. Aber keine Sorge, wenn sie müde ist, kommt sie bestimmt noch. Kuss? Nacht. Gute Nacht. Nein, kein Problem. Ihrem Kätzchen geht es gut. Ach, Schlafmütze, ja? Aufstehen. Jetzt gleich? Entschuldigen Sie bitte, ich war etwas abgelenkt. Ja, wir sind im Moment zu Hause. Tschüss. Du Mama, wieso ist Maude nur so müde? Weil Katzen viel mehr Schlaf brauchen als Menschen. Die verschlafen ihr halbes Leben. Conny, das war Frau Becker am Telefon. Das ist die Frau, der Mao weggelaufen ist. Sie hat sich sehr gefreut, dass wir sie gefunden haben. Sie wird gleich herkommen. Das ist aber gemein. Mao will gar nicht weg. Mama, bitte. Können wir sie denn nicht einfach behalten? Bitte. Mao, ich werde dich einfach verstecken. Du bist also Conny, die meinen kleinen Ausreißer gefunden hat. Ich muss die Kätzchen ja leider abgeben und es... Ja, aber Mao ist von ganz allein zu uns gekommen. Da wird sich Mao gedacht haben, er sucht sich selbst ein neues Zuhause. Ach, dann ist Mao also ein Kater. Mhm. Ja, und er ist schlau, weil er sich sein Zuhause selber gesucht hat. Ein Kätzchen ist wie ein Familienmitglied, wie du, Papa und ich. Es braucht viel Zeit und Pflege. Aber ich passe doch auch auf Teddy auf. Und Mucke. Und Chichi. Da kann ich doch auch für Mao sorgen. Er kann mit mir im Garten spielen und aufs Klo gehen kann er schon allein. Und wer macht immer sein Klo sauber? Ich. Ich mache alles für ihn. Wirklich? Denn wenn Mao ein Zuhause hat und dann wieder weg müsste, wäre es furchtbar für ihn. Bitte, 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 bitte. Also gut, wenn du dich, wie versprochen, um ihn kümmern willst. Na klar, juhu, du bist die beste Mama der Welt. Hast du gehört, du darfst bei uns bleiben. Lieber Mao, er ist immer noch müde. Kleine Katzen müssen nämlich ganz viel schlafen. Du weißt ja richtig viel über Katzen. Darüber bin ich wirklich sehr froh. Sie können mich jederzeit anrufen und gehen Sie mit Mao zum Tierarzt. Er ist alt genug für die erste Impfung. Also, wir brauchen eine Reisetasche, damit wir mit Mao zum Tierarzt gehen können. Und ein Katzenklo. Und was noch? Sehen wir mal, was es alles so gibt. Guten Tag. Hallo. Hallo. Das blaue Klo wird Mao bestimmt gefallen. Wo
Wozu ist denn das da? Das ist eine Katzenklappe, die den Geruch abhält. Wirklich sehr clever. Mhm. Ich glaube, das nehmen wir. Sehen Sie, wie eine Katzenklappe, die man auch in die Haustür baut, falls die Katze raus darf. Ja, Mau darf doch bestimmt raus, oder Mama? Dann müssen wir ja ein Loch in die Haustür sägen. Mhm. Das ist aber nicht kompliziert. Die Klappen dafür habe ich vorrätig. Na gut, Mau soll spazieren gehen können, wie es ihm gefällt. Jetzt brauchen wir nur noch eine Reisetasche, habe ich recht? Weil Mau nämlich noch zum Tierarzt muss. Und an was hattest du da gedacht? Die oder die? Die da, die ist viel gemütlicher. Wie süß, du bist ja ein Braver. Guck mal, das hier nennt man Stethoskop. Damit kann ich genau seinen Herzschlag hören. Das kenne ich doch schon. Meine Mama hat auch sowas. Sie ist nämlich Ärztin. Ist Marlin gesund? Dein kleiner Kater ist putzmunter. Du kannst ihn gerne streicheln, wenn du magst. Würden Sie ihn bitte kurz halten? Das kennst du bestimmt. Du hast doch sicher schon mal eine Impfung bekommen, oder? Wenn er draußen rumtollt, kann er sich bei anderen Tieren anstecken und deshalb wird er geimpft. Oh nein, das tut doch sicher weh. Sicher nicht. Doch. Das merkt er nicht einmal. Denn genau hier, an dieser Stelle, tragen die Katzenmütter auch ihre Jungen. Die Kätzchen wissen dann ganz genau, dass ihnen nichts passiert und bewegen sich nicht. So, Mau, jetzt hast du es geschafft. Munter und völlig gesund. Guck mal, Mau ist total froh, dass er wieder zu Hause ist. Oh, nein, Mau, nicht! Das darfst du nicht! Oh nein! Vielleicht will er nur klettern und denkt, der Sessel ist ein Baum. Ja, vielleicht. Aber wir können hier keinen Baum pflanzen, nur damit Mau klettern kann. Dann basteln wir eben einen Baum. Sehr gut. Ich rufe Opa an, vielleicht hilft er uns dabei. Jetzt musst du feste drücken, Conny. Klar, mach ich. Ja. Ja! Toll, vielen Dank, Opa. Mau freut sich bestimmt. Baust du noch die Katzenklappe ein? Aber natürlich, dein kleiner Mau soll doch frische Luft schnuppern und nicht immer klingeln müssen, wenn er rein will. Ach, Opa! Katzen klingeln doch nicht an der Haustür. Hoppla! Guten Abend. Ah. Papa, Papa, stell dir vor, Mau wohnt jetzt bei uns, damit Teddy nicht mehr allein Fisch essen muss. Katzen mögen nämlich auch gerne Fisch. Und ich kümmere mich um ihn und ich... Siehst du, und ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass Mau noch hier ist, wenn ich nach Hause komme. So, tja. Dann können wir jetzt endlich Armbrot essen. Gibst du mir mal bitte das Brot? Wieso denn Brot? Ich habe gedacht, ab heute gibt's nur noch Fischstäbchen. Du hast schon wieder das Brot vergessen. Naja, was soll's. Ich deck schon mal den Tisch. Und ich schäl dafür die Kartoffeln. Hast du das gehört, Mau? Jetzt werden wir für immer zusammenbleiben. Herzlich willkommen, Kater Mau. Annette, sieh mal. Mama! Papa! Hm? Was ist das? Ich würde sagen, eine Hand? Falsch.
falsch. Du bist dran. Keine Hand. Hä? Das ist mein Geburtstag. 1, 2, 3, 4, 5. Ich werde schon 5. Eine ganze Handvoll. Juhu! Das werden meine Einladungen. Dies ist schon fertig. Jetzt muss ich nur noch 5 Einladungen insgesamt basteln. Eine tolle Idee. Und die hast du ganz alleine gebastelt? Ja. Nur das da hat Papa geschrieben. Wann ist denn der Geburtstag? Hier, genau in einer Woche. Och, noch so lange? Endlich! Schummeln gilt aber nicht. Geburtstag ist doch erst morgen. Ich kann aber ganz bestimmt nicht schlafen. Ganz ehrlich, was ich wohl alles bekomme. Na, was hast du dir denn alles so gewünscht? Ein T-Shirt mit einer Katze drauf. Genauso wie Mau aussieht. Und von Oma Frieda ein CD-Player. Und ich bin so gespannt. Nur noch einmal schlafen und dann Kuss. Mua. Ich kann bestimmt nicht schlafen. Nein, lass das. Noch 5 Minuten. Alles Gute, alles Liebe, alles Glück wünschen wir dir, weil heute dein Geburtstag ist. Wir haben dir Kuchen mitgebracht und wir singen dir dieses Lied, weil wir so froh sind, dass es dich gibt. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben. Juhu, 5-mal endlich, hoch. Endlich bin ich 5. Ja. Halt. Kuchen gibt's später, Jakob, ja? Die musst du jetzt auspusten und dir was wünschen. Aber nicht verraten, was. Sonst geht es nicht in Erfüllung. Darf ich jetzt auspacken? Natürlich, Conny. Boah, so viel? Ist das alles für dich? Na klar, man wird doch nur einmal 5. Oh, Schenke, Schenke. Das ist für dich, Jakob. Oh, juhu! Und jetzt darf das Geburtstagskind auspacken. Oh, das ist ja echt Mau. Danke. Muss ich heute in den Kindergarten? Ich will viel lieber hierbleiben und mit den neuen Sachen spielen. Ich dachte, du wolltest Kuchen für alle mitbringen. Au, Backe. Stimmt ja. Die sind heute ja gar nicht da. Komisch. Das wundert mich jetzt aber wirklich. Hallo. Oh, guck mal. Überraschung. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Hier. Conny hat Muffins mitgebracht. Yeah. Oh, langsam, langsam. Es sind genug da. Den Stern da oben habe ich nur für dich gebastelt. Oh, danke, Anna. Wie schön. Das ist Leuchtfolie. Und wenn sie lange genug im Licht hängt, dann leuchtet sie nachts von selbst. Genauso wie die Sterne? Ja, so wie die Sterne. Kommt endlich. Wir wollen doch noch spielen. Tschüss. Tschüss, viel Spaß. Mama holt dich nachher ab. Ich kann alle Tiere hier bewegen. Ach, und das hast du von Hanne? Mhm, toll. Und dann noch die schöne 5. Die hängen wir nachher in dein Zimmer, okay? Mhm, aber zuerst muss alles zu den Geschenken. Oh. Ach, super. Wofür sind die denn? Als Überraschung für deine Freunde. Du kennst sie ja viel besser als ich. Wer mag wohl den hier?
Lars. Nee, doch lieber Simon. Na, dann stell ihn mal da auf Simons Platz. Mmh. Guck mal. Mann, sieht das lecker aus. Hier, das Krokodil. Und wer bekommt den hier? Der Bär hier bewegt sogar den Kopf. Er läuft durch die Büsche. Und dann macht es Peng. Mhm. Und der Ballon ist voll geplatzt. Okay. Habe ich selbst gebastelt. Also ich mag Schleifen irgendwie lieber. Du nicht? Wollen wir Stoppessen spielen? Oh, oh ja. Wie geht denn das? Also, bei Stopp darf sich keiner mehr bewegen. Nicht kauen und nicht mal kichern. Wer sich zuerst bewegt, muss was vorspielen, was mit seiner Figur zu tun hat. Und wir müssen dann raten, was er damit meint, okay? Das Geburtstagskind fängt an. Stopp! Hä? Stopp! Menno, wir haben doch schon Stopp gesagt. Du hast verloren, du hast dich bewegt. Mist. Simon muss was vormachen. Was machst du denn? Wieso versteckst du dich? Simon, ich dachte, du spielst uns was vor. Tu ich doch. Ich bin ein Dinosaurier und die sind ausgestorben. Deshalb könnt ihr mich nicht sehen. Ich bin das ist doof. Finde ich Wisst lustig. Wisst ihr was? Wir graben die Knochen vom Dinosaurier jetzt aus. So wie die Forscher es tun. Alle Mann unter die Erde! Was macht ihr denn? Wir graben einen Dino aus. Und ich dachte, wir spielen jetzt Schatzsuche. Also, zuerst brauche ich eine Prinzessin, die mir hilft. Ich! Gut. Die anderen sind die Piraten, die der Prinzessin den Schlüssel zum Schatz abjagen wollen. Und ich bin, ihr Leibwächter. Haha! So, ich bin dein Schiff und du sitzt oben im Ausguck und passt auf, dass die Piraten uns nicht überfallen. Da und da! Komm, Laura, wir stechen in See. Geben wir der Prinzessin einen kleinen Vorsprung, dann kann die Schatzsuche beginnen. Wir müssen auf alles achten, was sie auf ihrer Flucht vor den Piraten verlieren könnte. Da! Hab was, ja! Ja! Da sind sie! Oh, jetzt aber schnell weg hier. Hey, ich hab den Schatz. Ups. Ha! Die haben ihren Proviant auf der Flucht verloren. Die kommen nicht weit. Da! Ja, wir haben sie! Woo! Und bitteschön. Hurra! Yippie! Mal sehen. Ja, er passt. Oh, Süß. Und toll. An alle Piraten, mal herhören. Unser Smutje hier macht gleich Pommes und Piratenspieße. Ei, ei, Captain. Ja. Wenn ich groß bin, werde ich Pirat. Dann gibt es immer Piratenspieß und Wackelpudding. Und außerdem feiere ich dann noch viel öfter Geburtstag als jetzt. Mindestens 1000 Mal im Jahr. Aber wenn du jeden Tag Geburtstag feierst, dann kannst du dich ja nie mehr darauf freuen. Und wenn du jeden Tag feierst, dann kannst du auch nicht zu Simons oder Annas Geburtstagsfeier gehen. Klar kann ich. Und ich weiß auch schon, was ich Anna schenke. Aha, und was denn? Sowas, aber als Sterne. Anna wird ja schon 6. Also bekommt sie 6 große leuchtende Sterne. Sterne! Das ist ein schönes Geschenk. Ja, und wenn Anna, Simon und ich dann alle unsere Sterne zusammentun, dann haben wir einen ganzen Himmel, der nur uns gehört. Do 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 do
Ja, hier kommt Conny, meine Freundin Conny. Bei ihr ist jeden Tag etwas los. Schwimmen oder Zelten gehen, reiten, tanzen, Ufer stehen. Pizza backen macht ihr riesen Spaß. Bei Conny, da passiert immer was. Ja, hier kommt Conny. Sag mal, willst du dich baden oder das Badezimmer? Hier ist doch Seenot. Ich muss schnell die Quarkente retten. Ups, die ist nämlich untergegangen. Kein Wunder, die hat ja ein Loch. Oh. Nur gut, dass du kein Loch im Bauch hast. Du tauchst einfach wieder auf und schwimmst weiter. Aber ich kann doch gar nicht schwimmen. Du, Mama, wo lernt man denn eigentlich schwimmen? Gibt's da eine richtige Schule für? Du willst schwimmen lernen? Hm? Ja, damit ich nicht untergehe, wie die Quarkente. Waren alle Quarkenten in Seenot? Conny lernt schwimmen. Was? Conny lernt schwimmen? In der Badewanne? Nee, in einem echten Schwimmunterricht. Mhm. Na dann. Mama! 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 Wo brennst denn? Hm? Du, weißt du was? Simon darf auch zum Schwimmunterricht gehen. Ist das nicht super? Ja, großartig. Dann könnt ihr ja um die Wette schwimmen. Ich bin ja so gespannt. Oh. Hopp, hopp. Ich kann schon tauchen. Hä? Na, das stimmt doch, oder? Kann ich auch. Dafür muss man ja nur die Luft anhalten. Magst du dich allein umziehen oder soll ich mitkommen? Nee, das kann ich schon allein. Na prima, dann triffst du dich gleich mit Conny in der Schwimmhalle, ja? Wenn die Stunde um ist, hole ich euch wieder ab. Mhm. Ich warte drüben in der Eingangshalle auf euch, okay? Gut. Oh. So, jetzt müsst ihr gut aufpassen. Ich weiß gar nicht, warum ich mich waschen soll, wenn ich sowieso gleich ins Wasser gehe. Mama sagt, das Schwimmbecken ist keine Badewanne. Da muss man sauber reinspringen. Willkommen zum Seepferdchenkurs. Ich finde es toll, dass ihr alle schwimmen lernen wollt. Ich bin Harald, euer Schwimmlehrer. Und wie heißt ihr? Simon! Conny! Super! Ich sehe, ihr habt euch alle Schwimmflügel mitgebracht. Mhm. Was ist gut? Kann denn einer von euch schon ein bisschen schwimmen? Ich kann schon tauchen. Hm? In der Badewanne. Wahnsinn! Wow! Wenn wir schwimmen lernen wollen, dann können wir viel lernen, wenn wir uns manche Tiere anschauen. Wisst ihr, wie ein Storch durchs Wasser geht? Und jetzt machen wir das alle zusammen. Hey, Tauchen kommt erst später. Wir wollen doch noch wie die Frösche durchs Wasser hüpfen. Quack, 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 quack.
Boah, ist das anstrengend, Manu. Dann kannst du jetzt wieder ein Storch sein. Und Conny und Lotta auch. Anton und Clara sind die Frösche. Die Störche können jetzt auf Froschjagd gehen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich hab dich. Gar nicht. Ich bin doch auch ein Storch. Stellt euch mal vor, auf dem Boden, hier im Kinderbecken, liegt ein toller Goldschatz. Und ihr müsst ihn finden. Wow, ein Schatz. Ich sehe nur meine Füße. Na, dann schieb mal das Wasser weg. Und zwar so. Oh, langsam und weg. Glaubst du, dass wir das nächste Mal schon schwimmen können? Das klappt schon. Na, eigentlich sieht's doch einfach aus. Die Arme weit nach außen. Na, Conny? Wie war der Schwimmunterricht heute? Was habt ihr gelernt? Es war ganz toll. Erst haben wir Frösche gefangen und dann waren wir dann haben wir einen Schatz gesucht. Zum Glück war ich ein Storch. Ich bin schon total gespannt, was wir morgen so machen. Machen wir heute nix? Doch, aber wir sind heute ein bisschen faul. Wir lassen die Matten für uns schwimmen. Wie das denn? Die können schon schwimmen. Und wir wollen das jetzt auch. Ab ins Wasser! Und mit den Beinen immer so, wie die Frösche das machen. Klasse, das macht ihr alle ganz toll. Wie meine Bastelschere. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Nee, noch besser. Wir sind auf der Insel und müssen auf Flößen durchs Meer schwimmen. Hilfe! Ein Wal will mich fressen. So. Prima. Und jetzt rufen wir alle nochmal. Tschüss, 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 Flügel. Und wenn wir doch untergehen? Ganz sicher nicht. Schaut mal, die Schwimmflügel und da die Schwimmmatten. Die bleiben oben, genauso wie der Schwimmgürtel, den ihr jetzt umhabt. Hinten und vorne, das kriege ich nicht zusammen. Wie, was? Na, Arme und Beine gleichzeitig. Lotta, du machst das schon ganz gut. Und Conny, du auch. Jetzt wollen wir mal eins von den Päckchen am Gürtel abnehmen. Denn je besser ihr werdet, desto weniger braucht ihr am Gürtel. Ich will ein Päckchen weniger haben. Gut, du schwimmst nämlich schon wie ein Fisch. Ich weiß nicht, ich krieg das irgendwie nicht hin. Fische haben doch auch keine Arme und können schwimmen. Versuch's doch mal so, Simon. Schnipp, schnapp, schnipp und schnapp. Das sieht ja voll komisch aus. Echt? Dann mach es doch lieber mit den Armen. Wir haben noch eine Stunde vor dem Seepferdchen. Ui. Simon, du schaffst das, ganz bestimmt. Simon, Feierabend, du bist nach Hause. Und du, Conny, ab in die Badewanne. Du, Mama, Simon ist schon viel, viel besser geworden. Und Harald sagt, wir sind die tollste Schwimmgruppe, die er kennt. Na super, komm raus aus der Wanne, sonst kriegst du noch Schwimmhäute zwischen den Fingern. Gleich. Du, Mama, sag mal. Ja? Glaubst du, wir schaffen das Seepferdchen, Simon und ich? Aber wieso denn nicht? Harald hat doch gesagt, ihr macht das prima. Überleg mal, was ihr in den letzten Wochen alles gelernt habt. Ich kann jetzt schon richtig tauchen. Das müssen wir nämlich auch können. Und dann müssen wir noch durch das ganze Becken schwimmen. Ohne Pause. Juhu! Los, Conny! Ja, Conny! Nur noch ein Stück, Conny. Los, Conny! Ja, du schaffst es! Los! Ja, ich bin da! Komm, zieh durch! Ja! Juhu! Prima, Conny. Du hast es geschafft. Gut gemacht. Und jetzt heißt es, abtauchen und den Ring aus dem Wasser holen. Ja, du schaffst es! Tauchen war das Schwierigste. Und ich fand das lange Schwimmen ganz schön lang. Und hier deine Urkunde, Anton. Herzlichen Glückwunsch!
zum Seepferdchen. Danke. Ihr seid für mich die tollste Seepferdchengruppe. Alle haben es geschafft. Ich finde, du warst der Beste. Und du warst die Schnellste. Ha! Dass ihr das alle geschafft habt, einfach toll. Schnell, bevor Papa kommt. Hier. Psst. Na, wie war dein Tag? Hm? Ach, nicht besonders aufregend. Und bei dir? Och, Tada! Oh, hier scheint es ja viel spannender gewesen zu sein. Richtig, heute war ja dein großer Tag. Ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Da, ich hab heute mein Seepferdchen gemacht. So schnell, unglaublich. Dann können wir ja jetzt durch den Ozean schwimmen. Und... Oh. Und alle Quarkenten retten, die in Seenot sind und ein Loch im Bauch haben. Das ist ja... Das ist ja... Du bist... Ein fliegender Fisch. Ja. Ja.